muss erst mal meine Fahne hissen. Ah, ja. Was trinken wir denn? Was trinken wir denn heute? Was testen wir denn heute professionell? Professionell, der war so. Landskron, oder? Warte mal kurz, was ist denn? Ach ja, Landskron. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute gibt es Landskron. Und im letzten Video? Keine Ahnung, Kotzel, Kozel. Kosel. Kozelli. Tschechischit. War ja nicht so schlimm, wie ihr dacht. Hat ja nicht so nach Bock geschmeckt. Könnt ihr euch mal ein Kicknit-Video hier verlinkt. Überraschend gut. Naja, jetzt wollen wir mal. Ja, positiv auf jeden Fall, ja. So, was trinken wir denn jetzt? Wir trinken ein Bier. Ein Landskron. Oh, seit 1869 aus Görlitz. Ein Premium Pilsner, süffig und feinmalzig. Görlitz. Ja, war ich schon mal. Die blaue Hochburg. Kot und. Ach so. Ja. Dein Heimat, dein Bier, dein Genuss. Hier gibt es hier so eine komische Aktion mit einem VW Cross. Ach ja. Das ja. Ignorieren wir jetzt erstmal. Der Aktionszeitraum ist sowieso abgelaufen. So, was haben wir denn hier? Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfen auf. Alter, ich werd bekloppt. Was denn? Na, wir haben hier Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenauszüge. Naja. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Also da können wir ja mal sagen, da müssen wir das Tschechische dann mal wieder hochziehen. Nee, wir haben da auch nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ja, stimmt, hast du recht. Na, mein Gott, ey, Mann, bin ich verwirrt. Ja, Jens reicht, Gott, musst du nicht. Aber ja, das ist ja... Prognose? Herr und Meister. So, Prognose ist natürlich... Bronze oder Silber oder Silberbronze? Gold ist hier mit bei und blau. Silber. Hell, golden und mit Sahne. Ach, was? Mit sahnig. Ja, jetzt wird es schlüpfrig. Auspacken oder wegpacken? Hell, golden und mit sahnigem Schaum. Ach. Süffig und fein malzig. Aus besten Zutaten in der privaten Landskron Braumanufaktur im schönen Görlitz gebraut. Getreu dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Auspacken und wegpacken. Auspacken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Farbgebung gefällt mir. Denn die haben hier nicht nur das Blaue und das Goldene drin, sondern die haben sogar wirklich diese Akzente von diesen Hopfen mit rein. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so seht vom Licht her, aber die haben es echt richtig schön fein eingearbeitet. Also, originellen Deckel haben sie auch. Ja. Aber die haben sich schon gegeben. Vor allem schön Foto, ne? Ich würde aber 3 Punkte geben. Von maximal 4. Mhm. Dafür ist mir die Flasche noch zu Standard. Ja gut. Bin ich dabei. Augensucht oder Augenverlucht? Verluchtig. Luchtig. Oh. Red Sonja oder The Grey Captain? Grey Captain? Ja. Na denn, die rote Zora. Ja, schöne Deckel, da ist bestimmt Görlitz drauf. Lass mir das. Alter! Das wird ein geiles Bild. So. Kippeln. Freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass das wird. Ah ja, Finger weg vom Alkohol. Ja. Schönen Dank.
Naja, sobald das ein Pilz ist, gibt es hier volle Punktzahl. Ich so nicht, irgendwie. Das ist schön. Das ist wirklich schön, ne? Der Schaum passt. Kohlensäure. Naja, 4 Punkte. Ja. Gaumen lieber oder Gaumen lieber? Tja, der Geschmack. Der Geschmack. Schnack, schnack. Schnack, schnack, Geschmack. Prost. 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 Ich hab grad was hier rochen. Das war mein Rülps. Ich hab den Mund aufgemacht und dich angekickt. Und hast verloren. Hm. Mann, Alter. Da wird mir die Stimme weg direkt. Also, das erste, was ich kriege, ist auf jeden Fall Würze. Boah. Hm. Ach, Zitrone. Warte mal. Süffig und fein malzig, würde ich sagen. Hopfig richtig hier. Jetzt trink doch mal einen Schluck. Boah. Das ist ein feiner Tropfen, wa? Schöne Hopfennote. Hopfenwürze. Das geht gut auseinander. Das geht ja wirklich gut auseinander. Hm, hinten hin eine leichte Bitternote. Keine Säure. Also aus dem Glas schmeckt eindeutig besser. Ja. Als aus der Flasche. Das schmeckt doch besser als es riecht, ne? Ja. Das ist ja absolut Hammer. Boah, das riecht ja nicht gut. Ja, aber es schmeckt umso besser. Naja, also wenn wir mal die Zimmer aus der Flasche mal probiert, da. Na, nee, das mache ich nicht. Also aus dem Glas schmeckt es richtig gut. Naja, ey, hör mal auf. Dann sag mal eine Zahl. Ah, dann würde ich die Zahl ganz schön umhauen. 8 oder was? Nee. Die zieht hier so die. Jetzt zieht mir die Mundwinkel erstmal nach unten. Echt, ja? Und dann. So irgendwie so trocken. Nee. Also ich sehe eher ein recht ausgewogenes Bouquet. Oh, warte, jetzt sieht ja los. Hm. Du hast die Würze, du hast die herbe Note, du hast diese kohlensäurelastige Sache, du hast das, 8 Punkte oder was? Die zum Geburtstag. Ich würde definitiv da höher gehen. 8,5. Tja. Ich würde da viel weiter höher gehen. Da, siehst du, das ist wieder ein Bier, wo wir uns wieder uneins sind. Das ist ja wieder interessant. Also wirklich zu locker über 90%, 95, 96% sind wir uns wirklich einig. Oder sogar noch höher. Aber das ist wirklich ein Bier. Also ich würde da, soll ich es ganz ehrlich sagen? Mach doch. Also ich sehe das Ding locker auf die 12. Ja, dann nehmen wir eine 10 oder eine 11. Nehmen wir halt eine 10. Gut, gehen wir auf die 10. Special Points. Tja, das Ding hat eine richtig geile herbe Note im Abgang. Na doch, wirklich, ist so ohne Scheiß, ist das so. Untergieriges Vollbier.
Ja, Special Points. Ja, das ist das, also ich würde höchstens 1 geben. Ja. Ob es ein Görlitz auch ein Görlitzer Park gibt? Klar, der Görli. Ja, aber ein Görlitz. Ja, mit Sicherheit. Meinst du? Schreibt mal in die Kommentare, Görlitzer. Gibt es bei euch einen Görlitzer Park? Deutsche Dreinheitsgebot. Uwe, hast du noch einen schlechten Witz? Weh, kannst du wählen? Schlechter was? Witz? Ach so. Ach so. Was ist mit deiner Krawatte? Man erkennt dich da ja nicht ohne deine Krawatte. Ja, die Krawatte gibt es später. Alter, was ist denn das? Ja, pass auf. Ey, pass doch immer auf. Kommt ein Mann in eine Bar und bestellt sich ein Bier. Als er bezahlen will, sagte der Gastwirt 2,60 Euro, bitte. Geht schneller. Der Mann zählt 26 10-Cent-Münzen ab und wirft sie hinter die Theke. Ich kann mir das vorstellen. Der Wirt ist wütend, sammelt aber das Kleingeld ein und murmelt ärgerlich in seinem Bart. Am darauffolgenden Abend kommt der Mann wieder und bestellt ein Bier. Als er zahlen möchte, sagt der Wirt 2,60 Euro. Der Mann will mit einem 5-Euro-Schein zahlen und legt diesen auf den Tisch. Jetzt räche ich mir, denkt der Wirt, zählt 24 10-Cent-Münzen ab und schmeißt sie auf den Gast. Sie fliegen durch den ganzen Raum. Der Mann denkt kurz nach, legt stimmt dann so 20 Cent auf den Tresen und sagt, noch ein Bier bitte. Oder so. Haha, sehr clever. Verstehe ich nicht. Er soll sich sein Wechselgeld selber einsammeln und der will noch ein Bier. Ach so, ja, okay, gut. Mein Gott, das ist aber nichts für Biertrinker. Ich hätte gesagt, er sagt, stimmt so. Geht. Eine alte Dame trinkt zum ersten Mal Bier. Sie stutzt und sagt überrascht, das schmeckt genau wie die Medizin, die mein Mann 20 Jahre lang jeden Abend zu sich nehmen musste. Krass, ey. Kaum übrig. Gibt es immer noch so... Wie kann das jetzt sein, dass Bierwitze nicht witzig sind? Ich erzähle jetzt auch mal ein bisschen was hier. Ja, mach mal. Bartbier. Kennst du Bartbier? Na klar. Da wo der Bier im Bart... wo das Bart im Bier... Da wo der Bart... Wenn der Bart hier im Bier hängt. Dann so, ist das Bartbier. Weihnachtsmanns-Bartbier. Ja, zum Beispiel. Das ist ein Special-Bartbier. Das ist das Standard-Bartbier. Ach so. Ich dachte, das Bart-Simpson-Bier oder was vielleicht. Da dachte ich auch erst, aber nee, das habe ich dann... War ich glaub, zu schlecht, war? Nee, naja, wenn Bart ein Bart... Na, ist ja wurscht. Das Bartbier. Besonders kurios, aber nicht jedermanns Geschmack. Bartbier aus den USA. Die Hefe stammt aus den Barthaaren des Braumeisters. Mit dem Wachstum der Gesichtsbehaarung hatten sich dort über die Jahre entsprechende Hefepilze entwickelt. Das war für Galileo Mystery, finde ich. Ob das stimmt oder nicht. Weiter zieht sich das Bier durch den Bart oder was? Mit dem Wachstum der Gesichtsbehaarung hatten sich dort über die Jahre entsprechende Hefepilze entwickelt. Warte mal, der wäscht sich den Bart mit dem Bier und dann entwickeln sich Pilze und dann. Das geht nicht. Steht hier so. Und was macht denn? Ernten oder? Daraus wird Bier gemacht aus der Hefe. Ja, dann muss er sich den Bart schneiden oder was? Oder zieht er das ab wie ein Kamm? Wahrscheinlich. Macht am besten Sinn. Bier im Bart gibt's auch. Schätzung zufolge werden allein in Großbritannien jährlich 93.000 Liter Bier verschwendet, indem es in Bärten liegen bleibt. Oh Mann, ey, Alter, Schwede.
reicht jetzt hier mit Bart und Bier. So, Uwe oder was? Das ist ja wie mit, wie mit Bart und Popcorn im Kino, Junge. Die Hälfte ist während des Films, die andere Hälfte danach, Alter. Ja, die drin auch. Steckt da halt drin, ey. Das ist total irre. Oh Mann, ey. Uwe, wa? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, nö. Also Landskron ist komischerweise her ein Bier aus Görlitz. Hast du Verwandtschaft da, oder? Noch nicht. Noch nicht. Ich muss da mal wahrscheinlich mal hin. Das ist ein gutes Bier. Jetzt halt kein Uwe, Mann. Dann wegkippen aber. Das ist ein gutes Bier. Gut würzig. Ja, Hopfen malzig, ja. Hopfen schmeckig. Das Malzige, ja, das kommt dann so im Nachhinein. Säure, Zitrone. Doppel 2. Was ein Doppel 2? Muss ich jetzt würfeln? Auswertung. Was ist denn jetzt? Doppel 2. Hä? Ja. Was muss ich jetzt machen? Silber. Ah! So. 22. Mhm. Oh, Silber. Gerade so. Gerade so. Nee, ist schon 24 Gold. Ein gutes Silber. Naja. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ja, es gibt auch bessere Getränke für Kumpel. Ja, sicher nicht. Ja. Das werden wir jetzt demnächst testen. Für echte Wikinger-Kumpels. Ja, das sind jetzt endlich mal hier mal das richtig gute Zeug rausholt. Ja, ja? Ich hab mir hier. Naja, jetzt guck mal, jetzt hol mal ihn rein hier. Naja, hier, kann nicht wahr sein hier. Fässer hab ich hier. Alter, was ist denn das? Was denn als nächstes? Alter. Das richtige Söff. Richtig, Junge, was hier. Die Faxe, Junge. Faxebüchse. Jetzt sieht das richtig ab. Gibt's demnächst. Unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren und dann seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Wir freuen uns auch jedes Mal über einen Kommentar. Auch wenn er schlecht ist. Also, ne? Auch immer drin. Rennen damit. Beim nächsten Mal wird der richtig gesoffen. Rennen in der Tasten, genau. Bis demnächst. Ciao. Haut rein, bleibt fein. So muss das sein. Mhm.